Hallo und herzlich willkommen vor dem Spiel. Wieder mal der Blick auf die Tabelle in der Fußball-Bundesliga. 12 Spieltage sind gespielt. Heute kommt der 13. gegen Hannover 96. Geht's heute gegen den Tabellen-7. Wir sind immer noch punktgleich mit dem FC Bayern. Also, ich würde sagen, man könnte schon behaupten, wir sind auf Meisterschaftskurs. Wir gucken jetzt mal, was Hannover so zu bieten hat. Bis gleich. Bundesliga. 13. Spieltag, Hannover 96 empfängt Hertha BSC Berlin. Sorry, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre oder wenn ich manchmal komische Geräusche mache. Ich bin ein bisschen verschleimt leider zurzeit, aber auch das geht wieder weg. Hier nochmal der Blick auf die Tabelle, seht ihr mal, hätten wir gar nicht drauf schauen müssen, naja. Und da hat jemand keine Beine. Das ist ein lustiger Bug bei FIFA 14, den habe ich schon mal gesehen. Keine Ahnung, wie sowas passiert, aber wir ignorieren es einfach mal. Es müsste ja ein Stürmer sein von uns. Halb Stürmer, halb Geist. Lars Stindl sehen wir hier. Ja, Hannover hat man jetzt so in der letzten Vergangenheit eher so als schlechten Club in Erinnerung. Da sollte man sich hier nicht täuschen. Das ist die Mannschaft von Hannover 96 und die sind richtig gut drauf. 7. Platz. Die wollen weiter nach vorne kommen. Und dann haben die einfach Fred im Sturm. Ist das der Brasilianer Fred? Bitte nicht. Doch, er ist es. Ich habe den Wuschelkopf schon gesehen. Dafür haben wir jemanden im Kader, der keine Beine hat. Das ist halt auch krass. Inklusion, meine Leute. Also heute mal eine B11, ihr seht's, im Tor Cristiano, in der Abwehr Sire, Hosogai, Langkamp, dann Benzahar auf links, rechts Jonathan Leger, im Mittelfeld Wang, neben Perdedei, im offensiven Mittelfeld Baumjohann und im Sturm Umari heute neben, ich glaube, Sandro Wagner war das, ne? Und Umari ist der Boy, der irgendwie keine Beine hat, ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe, ihr könnt diesen Anblick irgendwie ertragen. Das ist irgendwie so ein Bug von FIFA. Keine Ahnung, woher der kommt. Ich hatte das schon mal in einer anderen Karriere. Ja, das ist halt leider so, ne? Gut, ich würde sagen, los geht's in die Begegnung. Ja, und wie es losgeht, alter Vater, gleich mal der Ballgewinn von Sandro Wagner. Ah, schade, der ist da vorne, hat sich freigelaufen. Darum dachte ich mir, komm, ich schicke ihn gleich mal, aber... Leider ist er natürlich stehen geblieben, so wie das sein muss. Ne? Immer schön antäuschen, dass man sich freiläuft und dann doch stehen bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Schade. Fehlpass vom Baumjohann. Missverständnis mit Umari. Dem Mann ohne Beinen. Und Achtung jetzt. Perdedei hat da einen Vorteil gepfiffen bekommen. Kein gutes Einsteigen hier. Und das gibt einen Abstoß. Könnte aber noch die gelbe Karte geben oder zumindest eine Ermahnung. Gegen Fanol Perdedei. Schauen wir mal, was der Schiri hier pfeift. Und es gibt den gelben Karton. Nach nur, ja, 6. Spielminute. Für unseren Mittelfeldmann. Nach diesem rüden Einsteigen hier. Ja, kann man geben. Vielleicht auch ein bisschen kleinlich, aber okay. Trotzdem keine Kritik hier an Perdedei. Situation hat er dann auch gut gelöst. Also alles easy. Andro Wagner jetzt. Mist, Wagner. Uff, haben wir Probleme. Und das gibt einen Freistoß für uns. Da hatten wir jetzt sehr viel Glück. Hätte man auch andersrum entscheiden können. Also ich bin dann einfach mit vollem Risiko rein. Und jetzt... Oh nein, schade. Super Pass-Idee von Perdedei. Aber abgefangen vom Hannover-Verteidiger. Super, super bitter. Und jetzt Achtung, Fred. Und klasse gemacht. Antoni Sire holt sich das Bällchen. Gefahr bereinigt. Jetzt Umari. Der Pass, der war nicht super. Und jetzt huscht die. Ja, super einfach den Ball abgenommen. Wang. Leger. Baumjohann. Umari.
Mach weg doch den Spieler. Benzaha, egal, dann muss es er probieren. Ja, war nicht so schlecht. Benzaha, Führung für Hertha Berlin. Ich wollte gar nicht zu ihm spielen, sondern eigentlich zu Perdedai. Aber FIFA hat ja eine bessere Idee gehabt. Ihr seht, Perdedai wollte schon hingehen. Aber dann hat Benzaha gesagt, nee, nee, lass mal, ich nehme den. Anspielstationen waren keine da, also direkt abgezogen. Und das ist doch ein Standard-Tor, würde ich mal sagen. Haben wir jetzt schon ein paar in dieser Art gemacht in dem Let's Play. Von Robert Zieler. War fast noch dran, aber nur fast. Und das ist die Führung für die Hertha durch den Israeli Ben Saha. Oh, Achtung. Ah, der lange Ball war gar nicht mal ungefährlich. Aber Cristiano ist zur Stelle. Heute mal an der Stelle von Trapp im Tor. Trapp hat ja beim Spiel gegen Olympique beim einen Gegentor keine so gute Figur gemacht. Ist jetzt nicht der Grund, warum wir ihn rausgenommen haben. Achtung, Umari, Saha, 2-0. Irgendwie habe ich den Drang, Umari Strafraumgespenst zu nennen. Benzaha setzt sich grandios durch. Dann der Schuss von Umari. Den kann Zieler noch abwehren. Aber dann ist Saha zur Stelle und netzt den Ball ein. Perfekt freigelaufen. In Stürmermanier, könnte man meinen. 2-0, 2 Tore Benzaha. Ja, dann weiter so, Junge. Mach nur weiter. Ich stopp dich hier nicht. Sehr gut. 2-0 jetzt für die Hertha. Wir spielen natürlich munter weiter drauf los. Ist ja ganz klar. Gegner unter Druck setzen, zu Fehlern zwingen, so wie hier. Achtung, Sandro Wagner. Ist durch, Wagner, Latte. Alter Vater, ey. Umari. Leger. Ah, Mist. Ah, schade. Okay, Ballverlust durch Leger. Aber so ein bisschen übertrieben mit dem Gedribble. Perdedai, super gemacht. Und Ballgewinn durch Baumjohann. Wieder der Steilpass nicht zu Sandro Wagner gekommen. So eine Situation hatten wir schon beim letzten Mal. Nochmal hinten rum. Nochmal ganz, ganz locker hier. Anthony Siere. Wang. Perdedai. Umari. Das war ganz, ganz schnell gespielt. Jetzt Baumjohann auf Umari. Umari. Nächste gute Chance. Durch den Youngster. Und Umari. Umari. Alter. Dritte Big Chance. Super rausgeholt. Und dann. Oh. Und dann sah er natürlich nicht so gut aus. Jetzt hat sich Hushti verletzt, der Ungar. Unglücklich da in Wang reingerannt. Gute Besserung, natürlich, an Hushti. Weiter geht's. Hannover versucht jetzt natürlich aufzudrehen. Möchte am besten noch vor der Pause ein Tor. Um wieder reinzukommen in der zweiten Hälfte in diese Begegnung. Aber bislang spielt vor allen Dingen die Mannschaft in Blau-Weiß. Umari auf Sandro Wagner. Na, super Dribbling. Sandro Wagner! Der Abschluss war dann so lala. Trotzdem ordentliche Aktion von ihm. Schön gemacht. Mit dem linken abgeschlossen. Ging dann halt am Tor vorbei. Recht deutlich, aber egal. Wer nicht probiert, der wird auch nicht treffen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall verhindern, dass Hannover diesen Vorpausentreffer kriegt. Oh Gott. Okay, gut. Alles klar. Pause. Ne, abseits. Achso, ich dachte, es wäre schon die Pause. Okay. Dann gucken wir mal.
Und jetzt müsste Pause sein, oder? Oh, noch nicht. Ball trudelt Richtung Aus. Geht aber nicht ins Aus. Auch interessant. Jetzt geht er ins Aus. Allerdings von Hannover. Damit müsste jetzt eigentlich gleich Pause geben. Ja, da ist er. Der Pausenpfiff. 2:0 führt die Hertha dank eines Doppelpacks von Ben Saha. Ja, kann man sich nicht beschweren aus unserer Sicht. Lief gut, wir haben den Gegner gut unter Druck gesetzt. Hannover hatte wenig Möglichkeiten, sich zu entfalten hier. Ist ja eigentlich immer so unser Spielstil. Und so, gucken wir mal die anderen Begegnungen. Wie steht es denn vor allen Dingen bei Bayern? Der FC Bayern spielt heute gar nicht, wie es aussieht, ne? Oder bin ich blind? Nee, der spielt heute gar nicht. Dortmund führt gegen Lautern. Schalke führt gegen Freiburg. Hamburg-Bremen 0-0. Ja, gucken wir mal. Auf in die zweite Hälfte. 2:0 Führung also für die Hertha, wie gesagt. Und damit können wir munter loslegen. Ballverlust direkt mal im Mittelfeld. Sehr schön. Perdedai mit Willenskraft. Super gemacht. Saha auf Perdedai. Flanke kommt. Findet aber überhaupt keinen Abnehmer. Wang. Umari. Nächste gute Möglichkeit. Also der Junge, der hat heute richtig viele Szenen für einen Nachwuchsspieler, der hier, glaube ich, seine erste Partie überhaupt für die Hertha macht in dieser Saison. Schon gar nicht schlecht. Kam ja aus der Fußballschule. Schön gemacht. Klasse von Hosogai. Umari, Ballverlust. Ja, Bälle festmachen da vorne ist natürlich schwierig. Das muss er halt erst noch lernen im Laufe der Zeit. Leger. Sandro Wagner. Hannover sehr, sehr passiv in dieser Phase. Gehen fast gar nicht dazwischen. Und jetzt gibt es den nächsten Eckball für die Hertha. Von Robert Zieler wird hier gezeigt. Mit seiner Parade gegen das Phantom im Strafraum gegen Umari. Hat er gut gemacht. War natürlich auch jetzt nicht so schwer. Ich meine, Umari stand direkt vor ihm. Musste den Ball erstmal irgendwie noch an ihm vorbeikriegen. Wollen wir schon mal einen Wechsel machen? Eigentlich nicht, ne? Wen haben wir denn so auf der Bank? Das ist unsere Bank heute. Ja. Aktuell kein Wechselbedarf. Baumjohann mit dem Eckball. Kommt nicht schlecht. Und Wang. Naja. Hätte ich vielleicht nochmal abspielen sollen. Schuss aus der Drehung. Ich habe nicht gesehen, dass er mit dem Rücken zum Tor stand. Sonst hätte ich da natürlich anders entschieden. Schade. Saha. Perdedai. Baumjohann. Steilpässe kommen gerne mal nicht da an, wo sie sollen. Ballverlust von Sandro Wagner. Boah, super Grätsche. Ah, war ein Foul, schade. Egal, gute Grätsche von Sebastian Langkamp. Ja, der war's. War eine wichtige Grätsche. Hat mich ein bisschen gewundert, dass es keine gelbe Karte gab dafür. Hätte man durchaus zeigen können. Aber gut, Schiri hat gesagt, nö, tut nicht Not. Und Achtung, auf einmal war Hannover da. Mit Sobiek. Schau dir das mal an hier. Auf einmal waren sie da. Cristiano wäre geschlagen gewesen, aber der Ball verfehlt das Tor. Jetzt wechseln wir aber mal. Ich würde Umari ganz gern drauf lassen, weil der einfach mega on fire ist. Wir bringen mal Sidima. Und vielleicht Fekir, der war eigentlich auch immer spaßig. Ja, bringen wir mal Fekir für Baum. Nö, für Saha. Stellen wir mal Saha in die 10. Ich glaube, das kann auch gut werden.
Also damit jetzt Wechsel bei der Hertha. Zwei Spieler verlassen das Feld. Danke an Sandro Wagner und Alexander Baumjohann. Neu im Spiel. Zum ersten Mal der Brasilianer Sidima, der von Sandhausen kam, ablösefrei. Und Nabil Fekir, Leihgabe von Olympique Lyon. Ja, weiter geht's. Wir führen. 2:0. Daher kein Druck jetzt gerade auf unserer Seite. Einfach nur Führung verteidigen natürlich. Das sollte schon gehen. Und dann passt das. Sidima setzt sich hier gleich mal in Szene. Und ein paar Pässchen. Fekir. Habe ich Fekir. Schön gemacht. Auf Sidima. Pass kam nicht an. Schade. Ja, Perdedei. Ah, Mist. Den können wir vielleicht als nächstes noch wechseln. Nicht, dass er sich noch rote empfängt. Irgendwann. Schade. Sidima. Ein Schritt zu spät. Kommt da aus dem Abseits. Zurück. Ins Spielgeschehen. Sehr, sehr schade. So, dann würde ich sagen, bereiten wir jetzt mal den Wechsel vor von Perdedei, der ein ordentliches Spiel gemacht hat, finde ich. Für ihn kommt Pekarik in die Begegnung, dann kriegt er auch noch seine Spielminuten heute. Kann diese Position ja durchaus auch bekleiden. Defensiv stark ist er ja. Schöner Pass. Sidima. Sidima, gut durchgesetzt. Schieß einfach mal, Junge. Sidima! Gut. Erster Abschluss, erster Arbeitsnachweis, wie man so schön sagt, von unserem Brasilianer mit der 31. Von Robert Zieler hat da relativ wenig Mühe. Muss aber zur Ecke klären. Und jetzt kommt Peter Pekarik für Fanol Perdedei. Ja, Pekarik, der seinen Stammplatz, den er letzte Saison so gut wie sicher hatte, ein bisschen verloren hat. Auch systembedingt durchaus. Und jetzt Achtung, der Eckball. Aha, oh, verliert den Ball. Schade. Dann noch der Tunnel gegen Leger. Und jetzt, Achtung, Fred. Gegen Pekarik. Na gut, Pekarik, der ist jetzt fit. Pass, Versuch von Fred. Aber abgefangen von der Hertha-Defensive. Sidima jetzt im Laufduell. Ja, setzt sich durch. Weil der Hannover-Verteidiger ganz schön alt aussieht. Und jetzt Achtung, Schusschance. Schade. Uff, was war denn das? Wang. Super, den Verteidiger abgeschüttelt. Und Mari. Beinahe wieder mit einer Chance. Und wieder Fekir. Dribbelt sich dann in den Gegner rein. Aber die Hertha bleibt im Ballbesitz. Na, das war nix. Das war nix. Wollte den Steilpass natürlich eigentlich nach vorne spielen. Aber bei der Ballbehandlung war das dann leider nicht mehr möglich. Guter Pass auf wie heißt der? Sidima. Leger. Schade. Der Ball hätte schärfer kommen müssen. In die Mitte zu Saha. Und es gibt nochmal Einwurf für die Hertha. 90 plus 2, das ist die Nachspielzeit. 2 Minuten also. Gibt's oben drauf. Ah, schade, Sidima, ey. Probiert halt mal was. Ja, finde ich gut. Mit Selbstvertrauen. Und so spielen wir die Saison eigentlich immer schon, würde ich mal behaupten. Und das ist wichtig. Und das führt hier in diesem Fall zu einem 0:2-Sieg gegen Hannover 96. Und der war eigentlich die ganze Zeit ungefährdet, sind wir mal ehrlich. Mann des Spiels, ich gebe meine Prognose ab, ist Ben Zaha mit 2 Toren, denke ich mal, wird es schwierig, da an ihm vorbeizukommen. Boah, Entschuldigung. Hier nochmal das Foul zu sehen von Perdedei, direkt zu Beginn des Spiels, hat er gelb für gesehen. Dann das 1:0 durch Ben Zaha. Ja, schönes Tor. Und dann das 2:0 durch Ben Zaha, super Stürmerinstinkt von ihm, muss man ihm einfach lassen. Es gab weitere Chancen für die Hertha, beispielsweise durch Sandro Wagner, der hier nur die Latte trifft.
Leider. Dann nochmal Wagner. Mit einer eigentlich guten Aktion. Der Abschluss allerdings nicht wirklich stark. Und dann Sidima zum ersten Mal im Einsatz für die Hertha, glaube ich. Und gleich mal mit der ein oder anderen ganz ordentlichen Szene. Und ja, natürlich, Benzahar ist der Spieler der Partie auf Seiten der Hertha. So, drücken wir also auf Weiter, sehen die Endstände. Dortmund gewinnt unter anderem 4:1. Gehen wir auf Weiter. Ja, der ganze Kram hier ist egal. Ich möchte mal die Tabelle sehen. Schauen wir mal nach. Einen Moment. Champions League. Ja, Champions League können wir eigentlich auch mal rein. Mist. Champions League können wir eigentlich auch mal reinschauen. Gruppe G sind wir. So. Also damals. Juventus und Hertha. Beide 5 Punkte. Sporting hat jetzt 4 Punkte. Und Olympique Lyon hat einen Zähler. Den haben sie natürlich ausgerechnet gegen uns geholt. Gut. Die Bayern haben ihr Spiel auch gewonnen, bleiben damit auf Kurs. Wir bleiben ein hartnäckiger Verfolger, punktgleich mit dem FC Bayern. Dann Wolfsburg mit 28 Punkten, Schalke 28 Punkte, Hamburg 26. Und dann kommt schon so eine Lücke zu Stuttgart und Hannover und auch Leverkusen, Hoffenheim und auch Dortmund sind eigentlich schon weit zurück und haben nichts mehr so wirklich mit dem Meisterrennen zu tun, würde ich mal sagen. Aktuell sieht es so aus, die ersten 5, denen würde ich noch allen wirklich Chancen auf den Meistertitel zurechnen. Hamburg, Schalke, Wolfsburg, die Hertha und Bayern. Das sind die Teams, die es ausspielen werden, denke ich mal. Als nächstes dann also DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Ja, in der Liga sind sie am Schwächeln, aber das heißt ja nichts. Trotzdem gefährlicher Gegner für den Pokal. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao.